herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Ja, mein heutiger Gast ist jemand ganz Besonderes wieder und es ist dies der Karim Albasch. Er ist heute Trainer und Redner. Und warum habe ich dich, Karim, ausgewählt für diesen Podcast, Berufspodcast Top Jobs im Wandel? Hier geht es ja um Fach- und Führungskräfte. Und bei dir, du trainierst Menschen im unternehmerischen Mindset. Und das fand ich super spannend, weil du auch irgendwo von der ETH kommst, also Lebensmittelwissenschaftler, eigentlich studiert hast und heute was ganz anderes machst. Also auch irgendwo einen großen Wandel hingelegt hast und, glaube ich, auch Menschen dabei unterstützt, ihren Mindset zu finden oder zu haben, wie auch immer. Aber da werden wir natürlich Näheres gleich von dir auch hören. Und ich möchte einsteigen mit meiner ersten Frage, und zwar: Stell dir vor, du könntest heute einen Bericht schreiben, einen Bericht über deinen Lebenslauf. Und jetzt geht es halt bei dem Bericht darum, eine Überschrift zu finden. Jetzt ist die Frage, wie lautet diese Überschrift? Ja, lieber Christoph, ich würde sagen, er war sich stets treu. Er war sich stets treu, okay. Das klingt sehr, sehr gut. Das ist super. Und jetzt, bevor wir jetzt mal auf deinen Beruf nur eingehen, dein Name. Woher kommt dein Name? Hat er vielleicht auch eine besondere Bedeutung? Also du sprichst Schweizerdeutsch sonst auch, sehr schweizerisch, aber dein Name ist jetzt gar nicht schweizerisch. Woher kommt der? Ja, also der Name, der kommt aus Jordanien. Mein Vater, der ist aus Jordanien. Meine Mutter ist Schweizerin. Die haben sich damals in Italien kennengelernt. Mein Vater hat Medizin studiert in Italien. Meine Mutter einen Sprachaufenthalt gemacht und ich bin dabei rausgekommen. Der Vorname Karim bedeutet der Großzügige. Und Albasch weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ah, okay, sehr gut. Jordanien, das wusste ich eben gar nicht. Na, das ist super. Ich habe es kurz angesprochen, du hast ja Lebensmitteltechnologie, also Lebensmittelwissenschaft an der ETH studiert. Was hat dich dazu gebracht, das zu studieren oder warum das? Als ich damals aus dem Gymnasium kam, da war ich orientierungslos und ich wusste, ich muss irgendetwas machen, wusste aber nicht was und ich habe mich schon ganz immer fest für die Humanernährung interessiert, weil ich habe viel Sport gemacht, ich wusste, über das Essen kann man sehr viel steuern und dann irgendwo habe ich mal einen Tag gemacht an der ETH, wo ich an diesem Tag mich mit den Leuten unterhalten habe und das war wirklich sehr, sehr schön und da dachte ich, wow, das ist genau mein Ding und so kam es dann, dass ich Lebensmittelingenieur ETH wurde. Ah, okay. Gut, sehr gut. Und was hat dich jetzt dazu geführt, das zu machen, was du heute machst? Also über welche Stationen bist du zu dem gekommen, zu der Tätigkeit gekommen, die du heute ausübst? Ja, das ist dieses Kapitel von der Was ich stets treu. Ich habe mit sehr viel Freude angefangen zu studieren, habe irgendwann gemerkt, das ist gar nicht meins, also so wie andere im Job aufgegangen sind, habe ich meine größte Freude im Militärdepartement gehabt, menschenorientierte Führung, Vortrags- und Diskussionstechnik habe ich da besucht und fand das furchtbar viel spannender. Ich habe dann auch ein Zwischenjahr gemacht an der ETH, da war ich in der KFOR als Offizier für die mechanisierte Infanterie bei einem friedensfördernden Einsatz. Und nach dem Studium habe ich angefangen, als Leiter Qualitätssicherung zu arbeiten. Ich dachte so, jetzt kannst du mal etwas Praktisches tun, hier kannst du etwas bewirken, habe dann aber auch nach 1,5 Jahren gemerkt, ja, irgendwie mein Herz geht mir hier nicht so auf. Und ich habe mich immer sehr dafür interessiert, unternehmerisch zu sein, etwas Unternehmerisches auch zu tun. Und deshalb habe ich mich dann danach selbstständig gemacht. Habe da ein paar Sachen ausprobiert. Ich war mal bei einer Vermittlungsfirma tätig und habe dann nach und nach angefangen, Mindset- und Meditationstrainings zu geben. Und zwar, weil ich schon während dem Studium angefangen hatte, Kurse zu nehmen. Und das Spannende war für mich, dass ich während dem Studium gelernt hatte, dann also in einem Kurs sehr stark auf meine Intuition zu hören. So habe ich dann meine Diplomarbeit ausgewählt mit dem Ziel, dass es die Welt verändern soll. Was ich natürlich niemandem verraten habe, weil es klingt bescheuert, wenn ihr ein Student sagt, es soll mal die Welt verändern. Hat dann aber tatsächlich geklappt, weil ich hatte die Arbeit gewählt, die dann eine Gesetzesänderung gab bei den Fettsäuren. Das war Transfettsäurearbeit.
dass wenn man aus Öl Fett macht als Nebenprodukt, gab es da sehr, sehr schädliche Fette und das ist heute gesetzlich reglementiert, unter anderem wegen meiner Diplomarbeit. Und da habe ich dann gemerkt, wow, also hinter diesem Thema Mindset und Mentaltraining steckt extrem viel für die Entscheidungsfindung zum Beispiel. Und da habe ich halt, da hat es mit den Ärmel komplett reingenommen und von dem Moment dann habe ich dann auch sehr stark angefangen zu forschen, was funktioniert nicht. Und diese Erfahrung habe ich dann in Coachings und Seminaren weitergegeben. Okay, sehr, sehr spannend. Sehr gut. Ich frage euch immer auch ganz gerne nach Weiterbildungen, weil oftmals ist immer die Frage, was gibt es für gute Weiterbildungen, die einem auch persönlich helfen? Also welche Weiterbildung war auch für dich sehr wertvoll, um deinen Job heute auch gut machen zu können? Ich würde das in zwei Bereiche aufteilen. Einerseits waren das alle Weiterbildungen im Bereich Mentaltraining und Meditation, weil mir das eine sehr hohe Bandbreite gegeben hat. Also ich habe dann auch gemerkt, was funktioniert für mich überhaupt nicht, was sind Techniken oder Vorgehen, die für mich nicht resultateorientiert sind oder nicht die Resultate gebracht haben, die ich gerne haben wollte. Und auf der anderen Seite, ich war ja Engineer ETH und hatte weder von Business noch von Vermarktung wirklich eine Ahnung. Und da gab es dann Kurse wie im Online-Marketing oder das Business Model Canvas, wo es darum geht, Geschäftsmodelle abzubilden. Das war dann echt so eine Türöffnung, um auch noch mal tiefer zu verstehen, wie ein Unternehmen funktioniert, wie man die Dinge gut vermarkten kann. Und das ist dann so der andere Bereich als Business-Querdenker, wie ich dann halt viele Ebenen miteinander mische und die mir heute helfen, nicht nur mein eigenes Geschäft nach vorne zu bringen, sondern auch anderen zu helfen, möglichst gute Resultate zu bekommen, immer praxisorientiert, weil ich hatte zu wenig Theorie im Hintergrund. Okay, sehr, sehr gut. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen an dich als Trainer und Redner, Karim Albers. Und zwar, was begeistert dich an deinem heutigen Job oder deiner heutigen Tätigkeit? Am allermeisten, wenn die Augen anfangen zu leuchten von den anderen Menschen, weil das ist wirklich so krass, wenn man, ich stecke ja selbst in vielen Dilemmas zum Beispiel, man hat viele Anforderungen und merkt, ich komme auf keine Lösung. Und dann den Abstand zu schaffen, dann alternative Denkmuster zu finden, quer zu denken und die innere Stärke zu finden, zu wissen, eigentlich ist das, was ich tue, völliger Nonsens und sich zu trauen, das dann auch die entsprechenden Konsequenzen herauszutragen, sei es bei einem Meeting halt auszusprechen, was sich niemand traut oder halt zu gehen, wenn es nicht mehr passt, das ist dann eine sehr persönliche Entscheidung. Den Menschen da zu helfen, wirklich vorwärts zu kommen, das ist für mich gigantisch gut. Okay, sehr schön. Aber ich stelle mir so vor, als du da angefangen hast, auch als Querdenker, ist vielleicht nicht so leicht, auch da vielleicht auch akzeptiert zu werden. Oder wie war so die Anfangsphase für dich in deiner vielleicht auch Selbstständigkeit? Was für Themen, was für Herausforderungen gab es da? Ja, im Bereich, also zuerst habe ich angefangen mit Mindset, Mentaltraining, Energiearbeit und da hatte ich Glück am Anfang. Das war gerade so eine hohe Nachfrage und ich musste sehr wenig tun. Ich war Lizenztrainer, habe dann aber irgendwann gemerkt, funktioniert jetzt nicht so, wie ich das unbedingt will. Habe dann eine eigene Methode entwickelt, zusammen mit meiner Partnerin. Und die Methode war gut, dann war das Marketing schlecht. Und dann habe ich mal so ein halbes Jahr gelitten, um herauszufinden, wie man das überhaupt herausbekommt. Weil das ist etwas, was man wirklich sehr stark unterschätzt als Fachkraft, das rundherum, das zu lernen. Das war für mich die größte Herausforderung. Und also da auf der einen Seite in diesem Bereich von Mindset und Mentaltraining, da war ich sattelfest. Das hat zuerst angefangen mit Freunden, dann erster Kurs ausschreiben, dann weitermachen, auf einmal, wumm, war das wie auf eine magische Art und Weise da. Und dann gab es den anderen Bereich, den Business-Bereich, wo mich dann die Menschen gefragt haben, Karen, wie hast du denn das gemacht mit dieser Selbstständigkeit? Und wie würdest du denn jetzt das, was du gelernt hast, auf das Business anwenden? Und dann habe ich
ja auch angefangen zu forschen, ja, was macht es überhaupt aus? Menschen, die erfolgreich ein eigenes Unternehmen haben, was machen die anders? Hab dann gemerkt, das ist so ein Dreieck von Persönlichkeit, Geschäftsmodellen und Fähigkeiten. Und habe das vermittelt und dann habe ich gemerkt, okay, ich habe den Background, ich weiß, was es zu tun gibt, aber mir glaubt keiner. Weil es gibt so viele Menschen, die behaupten, was sie alles Gutes können und was sie alles Tolles erreichen können mit dir, aber sie haben keine sichtbaren Resultate. Und das hat dann dazu geführt, unter anderem, dass ich den Schweizer Querdenkertag gegründet habe. Ich habe mir gesagt, hey, also wenn du es hinbekommst, einen Kongress auf die Beine zu stellen, wo 200 Leute kommen, wo verschiedene Redner kommen, wo man extrem viel lernt und etwas mitnimmt, ich glaube, das ändert die Spielregeln. Und so habe ich dann für mich von der Business-Seite her die Spielregeln geändert. Ich wollte einerseits, dass man beim Querdenkertag sehr gute Inhalte zu einem tiefen Preis bekommt. Da habe ich es gerade angewendet. Ich habe gesagt, okay, dann lass uns mal schauen, was kostet überhaupt viel Geld an einem Event? Das ist zum Beispiel die Verpflegung oder ein VIP-Bereich. Und ich habe all die Sachen gestrichen, habe gesagt, ich mache es mal anders. Dass man nur für die Inhalte bezahlt, nicht für das Buffet. Mit der klaren Zielgruppe auch Selbstständige oder kleine Unternehmer da anzufragen. Und das hat funktioniert und das hat dann auch dazu geführt, dass es mit Tesla Schweiz eine Kooperation gab und mit vielen Zeitschriften. Und da habe ich dann gemerkt, doch man muss etwas tun und wenn dir niemand glaubt, dann musst du halt das selbst in die Hand nehmen, um zu zeigen, dass du etwas kannst. Nicht nur Worte, sondern halt auch Taten. Sehr, sehr schön. Super. Ich glaube, das ist immer sehr wichtig, dass man nicht nur Worte verwendet oder rauslässt, sondern wirklich auch das dem Taten folgen lässt. Und ich glaube, das machst du da definitiv ganz gut. Genau. Wie stelle ich mir so einen Arbeitstag vom Karim Albers überhaupt vor? Aha, das ist sehr unterschiedlich. Mhm. Also es gibt Tage, da habe ich Coachings, da kommen Leute zu mir und da bin ich dann bei mir im Sitzungsraum und wir schauen mit Menschen verschiedene Dinge an. Es gibt Tage, da bin ich im Büro und schreibe einfach nur. Ich entwickle ja regelmäßig auch Online-Programme oder schaue, was kann ich denn sonst alles erledigen. Dann gibt es Tage, da bin ich am Reisen. Da ist irgendwo ein Vortrag gefragt in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich und dann fahre ich da am Vorabend hin und halte am nächsten Tag den Vortrag, gehe dann wieder zurück, also bin auch viel unterwegs. Mhm. Ja, also ich würde sagen, ich bin so etwas wie ein digitaler Nomade mit einem festen Wohnsitz im Homeoffice und einem kleinen Praxisraum. Aber so den typischen Tag, wo man am Morgen kommt und dann viele Sitzungen hat, das kenne ich gar nicht mehr. Das ist viel zu unterschiedlich. Vielleicht kennst du das auch so als Selbstständiger, als Solopreneur, sage ich jetzt mal. Da hat man so eine andere Taktung. Genau. Okay, sehr, sehr spannend. Jetzt, was würdest du sagen, was zeichnet dich jetzt als Trainer oder auch als Redner besonders aus? Was ist so deine Spezialität? Mein Ansatz ist, ich versuche immer, dass der Mensch ein möglichst praxisnahes Beispiel bekommt, auch eine Sichtachse, die man sonst nicht hört. Gerade im Bereich von Mindset und Mentaltraining habe ich irgendwann festgestellt, viele Bücher, die wiederholen sich, dass 90%, was da drin steht, immer etwa das Gleiche ist. Es hat mich irgendwann wirklich, ich sage es mal, genervt, weil man eigentlich unreflektiert irgendwelches Wissen übernimmt, nie überprüft hat, ob das überhaupt so stimmt. Und deswegen ist für mich 90% im Moment auf dem Markt ist ungeprüfte Wiederholung. Meine Spezialität ist es, praxisnahes zu vermitteln, was jeder selbst auch überprüfen kann. Mach dem Beispiel, in der Meditation gibt es Unmengen von Möglichkeiten und Vorgehen, was man tun kann. Und da habe ich eine Forschungsgruppe. Wir forschen sehr, sehr viel. Also wenn ich irgendwo lese, die Technik hat diese und diese Wirkung, dann mache ich die ein paar Wochen.
Ich frage dann irgendwann meine Kunden, ich tausche mich aus mit Menschen, die eine sehr gute Wahrnehmung haben, bis wir verifizieren können, hey, schau mal, wenn du zum Beispiel hier diese tiefen Atmung machst, dann führt es zu dem und dem Effekt. Ja, das befreit, da bekommt man einen klaren Kopf. Und die Vorträge sind lauter Beispiele, die halt darauf hinweisen, wie der Mensch wirklich funktioniert, wie man wirklich tickt und was man wirklich tun kann, um vorwärts zu kommen. Und da probiere ich, möglichst Beispiele zu nehmen, die sonst niemand hat. Und bisher ist mir auch das ganz gut gelungen. Ist immer so eine Herausforderung, dass man sich nicht den normalen Beispielen bedient. Dass so zum Beispiel am Anfang, da macht man, was alle anderen machen. Das ist klar. Man hat ja keinen eigenen Stil, den man entwickelt. Und, wenn man den ganzen Testimonial, sag ich mal, Glauben schenken mag. Ich habe einiges auf meiner Homepage auch, die sagen, sehr praxisnah, sehr frisch, sehr intuitiv, sehr klar, gut strukturiert, inspirierend. Das ist dann so das, was ich als Feedback bekomme. Ja, und das ist halt speziell in den Training, dass es funktioniert bei den Vorträgen, dass es mal eine andere Sichtachse war und die bringt Menschen eben da immer ins Überlegen rein, in die Reflexion. Okay, sehr, sehr schön. Man hört auch immer ganz oft, dass viele Menschen sich im sogenannten Hamsterrad bewegen. Das heißt, sie haben Tag ein, Tag aus immer das Gleiche und fragen sich dann auch, vielleicht auch bei mir jetzt auch, der eine oder andere Fach- und Führungskraft, was kann ich machen, um da rauszukommen? Hast du da vielleicht irgendeinen Tipp oder einen Hinweis? Es kommt drauf an, wie stark man in diesem Hamsterrad drin ist. Also gewisse Leute, die sind so stark drin, da trete ich zurück und warte, bis sie gegen die Wand gefahren sind, weil vorher hört man nicht zu. Ich glaube, ganz wichtig ist, sich zu überlegen, bin ich überhaupt drin, macht mir das, was ich tue, Freude? Das ist für mich die Nummer eins, dass man schaut, gehe ich gerne arbeiten? Und wenn man merkt, dass es nicht mehr geht, dann braucht es irgendeinen Stopp. Manche kriegen das von alleine hin, dass sie dann sagen, okay, ich habe jetzt immer das Gleiche, ich muss etwas ändern und dann braucht es eine Aktion. Und diese Aktion kann sein, dass man entweder eine Woche in die Ferien geht und etwas tut, das man noch nicht getan hat. Und das ist für mich einer der wichtigen Pfeiler, wenn man irgendwie aus einem Hamsterrad raus will, also aus einer sehr starken automatisierten Gewohnheit, die man sich selbst geschaffen hat, dann gilt es, Dinge zu tun, die man vorher noch nicht getan hat, damit das Unterbewusstsein einen klaren Stopp reinbekommt, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, einen Abstand zu schaffen. Mhm. Denn erst wenn ich ja einen Abstand herstelle, dann kann ich erkennen, dass ich mich in einem Hamsterrad befinde. Und ich empfehle solche Stops nicht nur einmal zu machen, sondern immer wieder, also auch ich mache für mich immer wieder einen Stopp, um zu prüfen, was tust du da überhaupt? Sogar wenn es einem gut geht, das ist für mich dieser Aspekt des Querdenkens. Die Idee kam von Hermann Scherer, jeder sollte mal einmal in der Woche einen Querdenker-Tag haben, wo man sich hinterfragt, was tust du hier einen Tag, wo man etwas anders macht. Also man steigt beim Tram einmal früher aus, man fährt mal mit dem Fahrrad zur Arbeit, man geht mal raus, statt in der Kantine zu essen. Einfach, dass man sagt, ich probiere was Neues aus. Und was mir immer geholfen hat oder was ich generell empfehle, sind halt die Tools wie die Meditation, weil die verändern wirklich etwas. Ich habe gerade kürzlich eine Studie gelesen, wo Menschen in zwei Gruppen eingeteilt wurden. Die einen, die haben eine Meditation bekommen, eine einfache Übung, wo sie jeden Tag 25 Minuten was gemacht haben. Nach 3 Tagen haben die bereits gemerkt, ruhiger, ausgeglichener, klarer, reflektierter. Und die anderen, die haben Gesundheitsbelehrungen bekommen in der Zeit. Ja, also du sollst so sein, du sollst das essen und dann. Und natürlich, wenn man irgendeine Belehrung bekommt, das nützt nicht so viel, da bleibt man dann meistens im Rad drin stecken. Auf der anderen Seite, wenn man halt etwas tut, das wirklich die Denkmuster verändert, das wirklich die emotionalen Muster verändert, dann gibt es eine Änderung. Das ist ein Gesetz. Also es ist für mich unglaublich spannend zu sehen,
wie Menschen, die auch noch wenig Erfahrung damit hatten, wenn sie einen Stopp reinbekommen, weil das ist eine Energiefrage. Ja, das Hamsterrad ist ja eine Beschreibung von einem sich drehenden Rad. Und ich brauche irgendetwas, was das stoppen kann. Und das ist ein Schwungrad, das kann ich nicht einfach so stoppen, weil ich sage, oh, jetzt höre ich mal auf damit. Das ist so einfach nicht möglich. Es braucht wirklich ein Tool. Und es fängt immer an mit, was will ich überhaupt? Will ich das überhaupt oder will ich nicht? Weil wenn jemand nicht will, dann kann kein Trainer, kein Coach irgendetwas ausrichten. Und deswegen ist für mich die Reflexion hier auch die Frage, wie will ich leben? Die Frage schlechthin, mit der man eigentlich ständig schwanger gehen kann. Dieses, wie will ich leben? Ist wirklich die Frage, okay, was will ich fühlen? Wie will ich mich jeden Tag fühlen? Und was will ich den ganzen Tag denken? Und auch wenn das jetzt so Fragen sind, die sehr einfach erscheinen, haben sie eine unglaubliche Kraft. Ja, aber also viele können sich dann gar nicht beantworten. Ich sehe gerade so dein Gesicht, so, also einfach. Nee, ich weiß, dass es eben gar nicht so einfach ist. Das sind sehr, sehr wertvolle Fragen. Extrem wertvoll. Ja, absolut. Ja, und das Spannende für mich ist bei Wie will ich leben? Ist wirklich so die Frage dann, bin ich jetzt im Hamsterrad oder nicht? Einfach zu prüfen, passt das so, was ich hier tue? Oftmals denkt man gar nicht darüber nach, was man überhaupt wirklich verändern kann. Man denkt nicht drüber nach. Man akzeptiert den Status quo. Er sagt sich dann, so macht man das, so machen wir das. Und das ist der Anfang vom Untergang, aus meiner Sicht. Weil wenn man einfach akzeptiert und dieses Mann, oder das ist so allgemein, die Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, nee, also ich kann ja wählen, ob ich weiterhin bei diesem Arbeitgeber sein will. Ich kann ja wählen, ob ich weiterhin mit dieser Einstellung meinen Beruf ausüben will. Ich kann ja wählen in meiner Freizeit, mit welchen Menschen ich mein Leben verbringen möchte. Und die Antwort mag vielleicht dann dem einen oder anderen, die man sich dann intern gibt, nicht so gefallen, weil das gibt Konsequenzen je nachdem. War zum Beispiel damals für mich ein Grund zu gehen, als ich Leiter Qualitätssicherung war. Es hat mir überhaupt nicht gepasst zu sagen, ja komm, geh doch, weil der Beruf ist gut und der Lohn ist sicher. Aber wenn grundsätzlich etwas nicht stimmt, dann sollte man gehen. Und wenn man aber zufrieden ist an dem Ort mit dem, was man tut, dann muss man etwas ändern im Denken. Mhm. Sehr gut. Ich kann ja stundenlang drüber sprechen, dass ich finde das mega spannend. Das ist genial, aber es hilft natürlich schon eben. Ich glaube, da sind schon der eine oder andere Punkt dabei, wo man sagt, okay, ja, stimmt, da könnte ich da mal ansetzen. Absolut. Na, vielen Dank dafür. Super. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen an dich als Person, Karim Albasch. Kannst du heute so jeden Tag das machen, was du am liebsten machst und auch am besten kannst? Noch nicht. Schade. Okay. Weil das würde bedeuten, also am allerliebsten würde ich einfach nur den ganzen Tag da sitzen, Meditation und Mindset unterrichten, und Vorträge geben. Aber es gibt halt viel rundherum, was es zu tun gibt. Das sind die normalen unternehmerischen Fähigkeiten. Ich würde sagen, ich bin so bei 70%, was ich schon ziemlich hoch finde, um zu sagen, doch, also grundsätzlich, da liebe ich sehr, was ich tue. Aber es gibt halt als Unternehmer immer so diese oder eine oder andere Sache, die einen dann doch so, ach, wie kürzlich die DSGVO, die da kam. Ja, das war dann auch nicht so Freude, sich da reinzuknien und herauszufinden, wie es funktioniert. Aber das gehört zum Leben dazu. Und das ist für mich auch so ein Bereich, wo ich dann sagen muss, hey, also dieses 100%, ich tue die ganze Zeit das, was ich liebe, das muss gar nicht sein. Ich muss grundsätzlich einverstanden sein mit dem, was ich tue. Wenn ich ein Auto kaufe, dann kaufe ich den Stau mit. Also da muss man sich nicht über Stau aufregen, wenn ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahre. Die kommen in der Schweiz ab und zu mal zu spät. Damit muss man sich arrangieren.
Aber was sich geändert hat, wenn ich jetzt vergleiche mit früher, ist meine Haltung, wie ich auch selbst die Aufgaben, die ich nicht so gerne erledige, wie ich da dann eine innere Positivität kreieren kann, um es dann doch so zu machen, dass ich es gerne mache. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Jetzt habe ich ein bisschen eine philosophische Frage. Und zwar, warum glaubst du, bist du auf diesem Planeten? Also was würdest du als deine Berufung oder vielleicht auch als deine Bestimmung beschreiben? So wie ich das bisher erkannt habe, liegt meine Berufung darin, Menschen Zugänge zu verschaffen, in den Raum zum Bewusstsein, um sich selbst besser kennenzulernen, um authentischer zu werden und sich ein Leben aufzubauen, das der eigenen DNA entspricht oder dem eigenen Wesenskern entspricht. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Herzlichen Dank dafür. Was willst du in den nächsten Jahren noch bewegen? Ich habe jetzt in den letzten 12 Jahren, ich muss kurz in die Vergangenheit, dass man das versteht, habe ich sehr viel gelernt. Ich habe eingangs gesagt, so diese viele Repetition von ungeprüftem Wissen. Ich habe letzten 12 Jahre sehr viel geforscht. Ich habe über 10.000 Stunden meditiert, habe unzählige Retreats gemacht. Und jetzt geht es für mich darum, dieses Wissen noch mehr unter die Menschen zu bringen. Das heißt, mehr Online-Kurse, mehr als auch anfangen, Bücher zu schreiben. Jetzt, wo ich eine Basis habe, wo ich weiß, dass ich einen Ansatz liefern kann, der anders ist. Irgendwie gleich, aber dann doch wieder anders, weil effektiver und mehr aus der Praxis heraus. Also das ist so das Ziel, was ich jetzt habe, noch mehr Menschen zu helfen, damit mit diesem Zugang, dass sie das loslassen können, was nicht mehr zu ihnen passt und mehr von dem im Leben aufzubauen, wo sie wirklich merken, hier schlägt mein Herz, das ergibt für mich Sinn, hier will ich weitergehen. Und es startet natürlich auch immer wieder mit der Frage, wie will ich leben, und dass man die dann so beantworten kann, dass man sagt, genau so, das macht Freude. Genau, sehr, sehr schön. Jetzt, wenn du so zurückschaust, ich meine, du hast extrem viel jetzt geforscht und viele Erkenntnisse für dich jetzt natürlich gesammelt, vor allem jetzt die letzten 12 Jahre, wie du sagst. Aber oder wenn du heute so zurückschaust, was würdest du denn, gibt es etwas, wo du dem 20-jährigen Karim aus heutiger Sicht mit auf den Weg geben würdest? Erstens, alles kommt gut. das andere... Ich würde dem 20-jährigen Karim empfehlen, schon vorher mit der Meditation anzufangen und nicht zu lange zu warten. Ich war früher sehr aggressiv. Mhm. Ja. Ich hatte eine Art und Weise, viele Menschen zu verletzen. Ich hatte als Kind die Fähigkeit gelernt, ja, wenn man einander ärgert, dann bedeutet das, man mag den anderen. Ich habe das dann so ins Extrem getrieben, dass ich Menschen verletzt habe, wo ich es eigentlich lustig meinte. Also die Menschen, die ich am meisten mochte, die habe ich sehr stark verletzt. Und das hat sich dann mit der Meditation geändert, dass ich dann diese Fähigkeit umwandeln konnte, eben zu schauen, ja, wie kann ich dann dem anderen helfen, statt ihm zu verletzen. Mhm. Und hätte ich das, glaube ich, mit 20 Jahren schon gewusst, dann wären einige Sachen einfacher gelaufen. Okay, sehr, sehr schön. Jetzt, ich frage auch immer ganz gern nach einem Programm oder vielleicht nach einer Internetressource, wo dir auch hilft, deine Arbeit heute noch optimaler zu gestalten. Gibt es da etwas? Und wenn ja, was? Oh, da gibt es ja ganz vieles. Also es sind diverse kleine Programme, ein E-Mail-Marketing-Programm, um Menschen regelmäßig zu erreichen. Das ist jetzt eine Frage. Ich glaube, da müsste ich jetzt ein bisschen spezifischer wissen, in welcher Bereich. Aber es gibt ab und zu mal jemand, wo zum Beispiel im Zeitmanagement etwas hat oder eine Erinnerungsfunktionen hat. Und da gibt es diverse Tools oder im Projektmanagement oder wo man sagt, das hilft mir heute, das spart mir Zeit oder so etwas. Einfach etwas, wo du sagst, das ist eine coole Ressource für mich, die nutze ich in meiner aktuellen Tätigkeit noch ganz gerne. Dann würde ich sagen YouTube.
Okay. Ich nutze extrem viel. Weil das ist vor 1,5 Jahren, habe ich es erst gemerkt, es ging komplett an mir vorbei, was YouTube eigentlich ist. Mhm. Und es gibt so geniale Kanäle da, wo man sich Wissen holen kann aus verschiedensten Bereichen. Also das ist etwas, was mich sehr begeistert hat, mhm, und was mir das Leben viel einfacher macht. Wenn mal irgendetwas nicht funktioniert, gibt es davon ein Video auf YouTube, mhm, oder wenn ich mich so, ich fotografiere auch gern, mache gerne Videos, dass ich mich dann da einarbeite, da lerne. Ich finde das fantastisch. Mhm. Sehr, sehr schön. Ja, super. Gibt es auch noch ein Buch oder vielleicht ein Hörbuch, wo dich selber begeistert hat oder wo du sagst, das würde ich gerne weiterempfehlen? Und wenn ja, welches? Da gibt es ganz viele. Was ich heute gerne empfehle, das ist das tibetische Buch vom Leben und Sterben von Sogyal Rinpoche. Mhm. Warum das Buch vom Leben und Sterben? Wir setzen uns viel zu wenig mit unserer Endlichkeit auseinander. Und mhm, das führt auch dazu, dass man dann ein Leben lebt in einem Hamsterrad, was man gar nicht will, weil wenn man dann pensioniert ist, hat man Zeit. Es ist ein Buch, das sich an Menschen richtet, die einerseits auf der Suche sind nach spirituellen Antworten, kann man jetzt mal sagen. Andererseits erklärt es aber auch aus dieser Weltsicht, wie die Leute den Tod erleben oder was danach kommt. Mhm. Und ich finde es deshalb spannend, wenn man so Sachen liest. Man wird mit seiner Endlichkeit konfrontiert. Man wird mit dem Tod konfrontiert. Und dann irgendwann fragt man sich, aber kann es wirklich noch so weitergehen? Also will ich jetzt die nächsten so und so Jahre so leben, weil man weiß dann schlussendlich noch nie genau, wann es vorbei ist, dann sollte man noch vorher gelebt haben. Und das ist etwas, das war deshalb ein Buch, was ich gerne empfehle, wo ich auch merke, dass da eine tiefere Weisheit, mhm, dahinter steckt. Mhm. Sehr, sehr schön. Gibt es noch ein anderes, wo du noch empfehlen kannst, oder war es das? Oh, es gibt ganz viele. Mhm. Also was ich auch spannend finde, ist von Eckhart Tolle, das Buch, mhm, Jetzt. Ja. Das ist etwas, das habe ich vor 10 Jahren gelesen. Ich habe nichts verstanden. Also das war, ich fand es so spannend und heute weiß ich 100% genau, was er meint. Mhm. Im Business-Bereich, da finde ich zum Beispiel gut, entwickle deine Stärken. Mhm. Ein Buch, wo es um Talente geht und wo man einen Test machen kann. Ich habe das fantastisch gefunden, zu merken, was eigentlich meine Stärken sind. Mhm. Hier noch eine kleine Anekdote, wenn ich dir erzählen darf. Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe mit meiner Partnerin zusammen habe ich die Firma aufgebaut und wir waren halt oft zu Hause im Homeoffice, ja, jeder sein eigenes Büro. Und wir sind uns oft in die Quere gekommen, weil für mich war es am Morgen so, aufstehen, loslegen. Merken, was so nicht in Ordnung ist, mich ein bisschen drüber aufregen, das hat mir Energie gegeben und dann go for it. Meine Partnerin, die Anjali, ist am Morgen aufgestanden und sagt, also Karim, wollen wir nicht erstmal zusammensitzen und zu schauen, was wir heute alles tun können, lass uns ein Feld der Harmonie aufbauen, dass uns beide gut geht, weil dann können wir beide besser arbeiten. Ich habe sie wahnsinnig gemacht, sie hat mich wahnsinnig gemacht. Und als wir dann diesen Stärketest ausgefüllt hatten, haben wir gemerkt, dass der andere nicht defekt ist, sondern dass das jeweils eine Stärke war. Mhm. Also diese leichte Unzufriedenheit bei mir und dann sofort in die Aktion zu gehen, klare Strategie zu haben. Ich wusste gar nicht, dass das Stärken sind, Umsetzungskraft zum Beispiel. Und bei ihr war Einzelwahrnehmung und Harmonie zu schaffen eine der größten Stärken, die sie hat. Mhm. Und wenn man das nicht weiß, dann ist es sehr schwierig, miteinander zu arbeiten. Und ich empfehle deshalb jedem oder gerne dieses Buch auch in einem Team mal herumzugeben, dass jeder diesen Test machen kann, dass jeder lesen kann, was hat der andere überhaupt für Stärken, dass man sich besser versteht. Mhm. Und das macht das Leben unglaublich viel einfacher.
Absolut, kann ich nur bestätigen. Du meinst das von Clifton und Buckingham, glaube ich, oder? Ja, genau. Genau, ja. Sehr, sehr gut. Das werden wir natürlich auch in den Shownotes entsprechend da hier verlinken. Sehr gut. Super, Karim, jetzt sind wir wirklich kommen wir schon mal zum Schluss. Und zwar, wenn jetzt jemand, ein Hörer sagt, Mensch, das ist ja ein super sympathischer Typ hier, der Karim. Ich würde mal ganz gern Kontakt zu ihm aufnehmen oder vielleicht auch mal in seinen Retreat gehen oder sonstige Programme von ihm nutzen. Wie kann man Kontakt zu dir oder zu euch letztlich auch aufbauen? Mhm. Ich habe eine Homepage, karimalbasch.com. Mhm. Die findet man auch gut da. Da ist alles drauf, von den Coachings, von den Trainings, auch von den Vorträgen, wenn man mich dafür für Veranstaltungen buchen möchte. Mhm. Wo ich auch regelmäßig Content raushaue, meine Kommunikationsplattform ist Facebook geworden in den letzten Jahren. Da kann man auch gerne mitdiskutieren. Manchmal bin ich da provozierend, manchmal habe ich da Tipps raus. Es ist für mich eine lebendige Kommunikationsplattform. Mhm. Ich würde sagen, das sind so die zwei Hauptbereiche. YouTube wird später immer mehr kommen. Ich bin natürlich auch auf LinkedIn und Xing, aber hauptsächlich, wenn man erleben möchte, ja, ob ich auch sonst sympathisch bin oder ob das passt, was ich tue. Homepage und Facebook sind zwei sehr gute Andockorte. Sehr, sehr, sehr gut. Herzlichen Dank, Karl. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten und wieder auch ein paar neue Gedanken mitbekommen, die, glaube ich, noch sehr, sehr wertvoll sind. Also herzlichen Dank mal dafür. Sehr gerne. Danke für die Einladung, lieber Christoph. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald. Dein Christoph.